So, ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Ja, das letzte Mal ist mir das Spiel hier abgestürzt. Es war ziemlich nervig. Ich musste alles, nicht alles, aber sehr viel wieder nachspielen, bis hier, bis ungefähr wieder dem richtigen Stand der Dinge sind. So, ich werde hier noch alles ein wenig einsammeln. Ah, Hühner können wir auch jagen. Bringt mir, was bringt das? Kann ich das ausnehmen? Ne. Hat sich ja schön gelohnt. Ah, hier steht ein Auto. Sehr gut. Ich höre auch noch irgendeines. Da, zuerst will ich noch diese Kisten plündern. Komm. Komm, geh schon. Ich hoffe nicht, dass mir das Spiel wieder abstürzt. Das kann ich, ist etwas, das ich gar nicht haben kann. Weil ich habe es schon mal bis hier gespielt. Also die letzte Aufnahme, keine Ahnung, vor 10 Minuten. Dann ist es, war hier ein Schwein. Dann ist es mir dann am Schluss abgestürzt. Könnt ihr euch vorstellen, habe mich ziemlich aufgeregt. Hier ja. Ah, oder wir nehmen dann lieber die Seite. Das sieht besser aus. Ja, hier kann man so Pfad des Jägers, also so kleine Nebenmissionen. Und ja, ich glaube, wir machen mal den. Benutze am Zielort die am Zielort gestellte Schrotflinte, um die tollwütigen Hunde zu erlegen. Okay. Jetzt, wie geht das? Erreiche den angegebenen Ort und rüste dich aus. Wo ist das? Nee, dahin. Ist am Naki. Und da sind die. Okay. Ja, dann werden wir mal mit dem Auto hier dorthin fahren. So, wupp, hier rum. Dann geht's hier runter. Wisst ihr, was ist? Oh. Hier drüben. Ja. Das kann ich. Pass auf den Hund auf! Wo? Ja, hallo, was habt ihr? Mein Bruder? Keine Ahnung. Ja, ich weiß, aber. Naja, keine Ahnung, was hier los ist. Wir fahren mal weiter. Wollen diese Hunde dann erledigen. Ah, cool, hier läuft noch der Radio. Nicht schlecht. Wow, wow. So, dann wollen wir hier aussteigen und wir müssen diese Schrotflinte hier nehmen. Ich hoffe, dass ich diese danach wiederholen kann. Jetzt muss ich diese Hunde. Ich denke, die werden hier irgendwo sein, oder? Hallo? Oder in dieser Höhle? Tollwütige Hund. Ah, da, vermutlich in diesem blauen Gebiet da. Oh. Yeah. So. Okay. Cool. Hallo? Boah. Was haben wir denn da gefunden? Ist eine Truhe. Aber ich glaube nicht, dass diese Hunde hier unten sind, oder? Ich glaube, sie sind oben, aber wen kümmert's? Ist das? Ah, ein wenig Geld. Und die Kiste noch plündern. Da ist der Pokerchip. Ja, coole Abwechslung, so mal eine Höhle plötzlich. Aber ich möchte jetzt eigentlich diese Hunde finden. Da, wenn ich ja C drücke, dann rutschen wir so. Das können wir gleich mal dann machen. So, das ist noch ganz cool. Das haben wir das letzte Mal freigeschalten. Mit diesem Tatau, oder?
was auch immer. Nun müssen wir nur diese Hunde finden. In der letzten Folge schon erwähnt, ich hasse es, auf Hunde zu schießen, weil ich Tiere eigentlich sehr mag. Und in Shootern hasse ich Hunde besonders, weil die einfach sehr beweglich sind. Vor allem wäre ich froh, wenn ich mal einen sehen würde. Ist es nicht das Auto, das wir, mit dem wir, waren hier schon mal zum Wildschweinejagen, oder? Dann sind wir mit diesem Auto dorthin gefahren. So, ja, ich ernte noch kurz diese Pflanze. Tut mir leid, wenn es etwas länger geht, aber ich werde mir bei diesem Let's Play viel Zeit nehmen. Es ist ein riesiges Let's Play. Ich denke, man könnte es eigentlich mit Skyrim vergleichen. Ja. Oh. Da habe ich etwas. Da ist doch einer. Ist er schon tot? Wow, wir haben gleich zwei. Okay. Dann wollen wir das Tier doch gleich häuten. Ekelhaft. Ja, ich weiß, aber wir lassen hier nichts Brauchbares zurück. No, hier ist einer. Wo? Stirb. Da ist noch einer. Ich höre ihn doch. Da. Und auch du bist tot. Schnell nachladen. Wo? Und da. Und tschüss. Ja, wunderbar. Oder erkunde einfach die Insel. Ja, wir machen keins von beiden eigentlich. Ich möchte noch. Verdammt, da ist er. Ne, den haben wir schon. Da haben wir den schon. Ne. Oh. Ich werde jetzt zurück zum Auto gehen, weil dort möchte ich wieder auf die AK wechseln. Fernglas müsste man noch haben. Ich hoffe, die AK. Wow. Wow. Ey, wo ist meine AK? Oh. Stirb. Komm, schneller. Jetzt hätte ich lieber meine AK. Aber naja, so geht's auch. Hallo. Hey, ich habe euch befreit. Ist alles wieder in Ordnung. Aber ich will trotzdem meine AK zurück. Dafür bin ich gemacht. Ich glaube, die geben nicht so viel, oder? Man. Oh, was ist denn das? Was haben wir hier? Komm. Oh, nochmal ein paar Feinde. Ich möchte. Oh, mein Handy. Oh, gerade viel auf einmal. Hey, so. Du kommst auch noch dran. Und jetzt, wo sind diese Leguane? Wow. Schnell. Ah, Spritzen sind doch etwas Wunderbares. Viel Spaß. Oh, eine AK. Ah, wunderbar. Ah, cool, das ist ein. Hey, was ist denn hier los? Nein, ich möchte den. Diese Echse da. Was auch immer das ist. Was ist das für ein Tier? Ein Komodo Varan. Okay. Noch kurz mal Munition aufsammeln. Achtung! Was? Wo?
Macht euch doch nicht immer gleich in die Hosen. Jetzt geht's los! Von wo? Komm doch mal her! Ja, ich gehöre ja zu euch. Oh, schön rotes Auto. Siehst du mich? Hier! Ja. Komm doch mal her! Nee, ich komm sicher nicht zu dir. Todaufgabe. Todaufgabe. Oh, keine Ahnung, was das ist. Wir gehen trotzdem mal hin. Mit dem Auto ist man jetzt schön schnell. Ah, ich glaube, dass die... Ja. Was haben wir denn da? Ein paar Ziegen, oder? Ja, das der, den möchte ich nicht machen. Momentan noch nichts. Töte ihn mit einem Messer. Ja, das habe ich versucht. Bin aber dabei gescheitert daran. Was, wo? Ah, da ein Komodo-Varan. Ja, ne, ich lasse dich in Ruhe. Kommt er mir nach? Nee. Okay, dann steigen wir wieder ins Auto. Dies hier. Und auf der Karte. Wie letztes Mal schon. Was ist das? Prüfung der Rakiat. Keine Ahnung. Wie letztes Mal schon gesagt. Gehen wir mal zu diesem Funkturm. Ne, zuerst noch zu diesem Shop da. Ein paar Sachen verkaufen und so. Dabei ein wenig gute Musik hören. Was gibt es Schöneres? Halb kaputten Auto über eine schöne Insel fahren. Ein paar Tiere erledigen. Spritzen herstellen. Wow. So, und aussteigen. So. Ja, ich weiß. Hi. Wir gehen jetzt aber zuerst in diesen Shop. Mal ein paar Sachen verkaufen. Da, genau. Brieftasche. Verkaufen. 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 Ach. Behalten, behalten. Kann man alles behalten? Okay. Wie das mit dem Herstellen? Ah, das kann ich gleich so. Das ist noch praktisch. Kann ich eine herstellen? Herstellen. Ach, schön. So, was können wir? Waffengurt. Können wir hier was machen? Ziegen? Na. No. Vorhin sind wir doch noch ein paar Ziegen vorbeigefahren. Naja, Brieftasche. Schwein. Hatte ich auch vorhin. Spritzentasche. Auch noch ein Schwein. Hey. Ah. Beute. Tapir. Okay. Munitionsbeutel. Wildschwein. Ach, Wildschwein und Schwein ist getrennt. Okay. Ziege. Nochmal Ziege. Hundefell. Brennstoffgurt. Ja. Benötigen wir jetzt noch nicht wirklich. Pfeilköcher. Auch noch nicht. Feuerfest. Vor Verbrennung. Tiere können außerdem fliehen scheu, wenn man sich... Das ist natürlich cool. Aber da brauchen wir ein gelbes Blatt. Für die Medizin ein grünes Blatt und da ein karminrotes. Ja, wisst ihr was? Da wir eh nichts... Was? Einen Platz zuweisen. T ist Stein, Y Fotoapparat. Ah, hier haben wir noch 8 und Nummer 7.
Die kann ich nicht aus den abgelegeneren Dörfern bestellen. Glaub mir, die hat... Ich war doch noch gar nicht fertig. Wollte noch herstellen. So. Einen Platz zuweisen haben wir, oder? Nummer 7, ja. Nummer 8. Gut. Genau die Ausrüstung, die du brauchst. Okay, trotzdem mal kurz quatschen, was ist so hart bei den Scharfschützengewehren. Ja, wir haben innen nur diese. Ich bleibe jetzt mal noch bei der AK. Sonst gut, die AK ist halt einfach sehr praktisch, weil hier zum Auto und dann gehen wir nach, da hätten wir noch ein Tapir. Das sind die Komodowarane. Hampuspass. Boah, was hier alles zu entdecken gibt, ist wahnsinnig. Was mache ich jetzt? Gehe ich Tapire jagen? Nee, komm, ich geh zu diesem Funkturm. Ich möchte euch ja nicht allzu lange langweilen. Schon wieder mein Handy. Oh, ein Affe. Süß. Und nun möchte ich zu diesem einen Funkturm da. So, hier rechts rum. Oh, ein gelbes Blatt. Tut mir leid. Ich kann immer mal gebrauchen. Nee, hier gehe ich nicht. Oder? Doch, doch, hier sollte ich wieder hochkommen, oder? Ja, hier werde ich wieder hochkommen. Gleich mal ein wenig rutschen. Da ist doch ein blaues Blatt. Hi, lieber Lotus. So, hier rum. Ah, es wird Abend. Auto. Und wir fahren weiter. Schöne Rundfahrt. Ne, diese Blätter hole ich mir jetzt nicht. Ich hole nicht alles, was ich gerade sehe, aber was gerade so am Wegesrand liegt. Warum nicht? So, schön. Über den Strand. So, nun sind wir... Oh, oh. Ich fahre einfach durch. Ich halte nicht an. Ich weiß nicht, ob das so schlau war. Juhu! Nee, er kriegt mich nicht. Ich hoffe, die rufen keine Verstärkung. Renne ich? Nee. Ja, es war jetzt nicht sehr unauffällig oder so, aber boah. Warum denn auch immer leise? Ne, Spaß beiseite. Eigentlich möchte ich dieses Spiel schon eher ruhig und zurückhaltend spielen. Also nicht da irgendwie Rambo-mäßig oder so. Sondern auch diese Aspekte ausnutzen, die es ja bei Far Cry zu nutzen gibt. Aber irgendwie müssen wir doch hier hochkommen, oder? Ja, ja, ich bin verpeilt. Hier geht's nicht drum. Nee. Hä? Bin ich blöd? Ja, ich bin blöd. Oh, 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 oh. Krass. Ja, aber wie komme ich hier hoch? Ja. Wenn ich jetzt könnte, würde ich mir eine Ohrfeige geben, aber das lasse ich mal lieber sein. Ah, schön, wie dieser Turm vertrauenswürdig klingt.
So, hier hoch. Oh. Okay, das ist einfacher. Ja, komm, geh mal. Hier über die Holzplanken. Wo ist eigentlich dieses Auto hingefahren? Dort hinten, oder? Ne, vermutlich. Das sieht mir schwer nach einem Lagerhaus, oder? Da, ah, da kommt es ja wieder. Hätte ich jetzt mal ein Scharfschützengewehr. Naja, weiter geht's. Die werden mich hier oben schon nicht entdecken. Oh, verkehrt rum. Doch nicht. Ja, ja. Regt euch nicht zu fest auf, bitte. Ja. Bei Assassin's Creed ist das bedeutend einfacher. Da muss man nicht irgendwie Treppen suchen, sondern dort kommt man überall hoch, wo man auch hoch möchte. Und bam. Ausreißen. So, neuer Turm. Wunderbar. Da sind die Seile. Was blinkt denn dort? Jetzt gratis im Shop eine AK-47. Oh. Also, wir könnten in diese Richtung gehen. Da steht aber ein rotes Auto. Da vertraue ich nicht so. Aber wir können erstmal diese Kiste plündern. Aber vermutlich gehe ich in diese Richtung, weil mich dieses blinkende Objekt da interessiert. Ein Buggy. Wow. Das ist doch einer von uns, oder? Zur Markierungsfackel, bevor die Zeit abläuft. Na klar, immer doch. Scheißegal, einfach durch. Wo? Ah, geradeaus, okay. Doch nicht. La, rechts rum. Einfach hier. Juhu, wow. Boom. Da, abgeliefert. Noch kurz Kisten plündern. Sollte ja eigentlich bald aufhören, aber irgendwie kann ich es nicht sein lassen. Ich liebe dieses Spiel. Macht echt Spaß. Mit diesen verschiedenen Aspekten wie diese Patrouille. Ich weiß nicht, das ist ja nichts grandios irgendwie, so eine Patrouille oder so. Aber einfach so, dass jemand auf die Idee kommt, das zu machen. Das finde ich cool. Dass sie auch wirklich, man merkt hier wirklich, sie versuchen auch etwas Neues zu machen und nicht irgendwie. Riecht aber schön nach Blumen. Ja. Ja, nicht irgendwie irgendetwas. Ah, schön Jetski. Dem setzen wir mal über. Weil dort hinten hat es ja auch ein Auto gehabt. Und ich würde jetzt gerne auch mal ein wenig mit dem Boot fahren. Außer. Wir könnten. Ja, nee, das, wir könnten es zwar, aber ich glaube nicht, dass wir das machen. Wir könnten eigentlich hier einmal um die Insel fahren. Aber das mache ich jetzt nicht, weil ich bleibe sogar hier und gehe wieder raus. Tut mir leid. Weil es wäre jetzt wirklich ein zu großer Umweg. Wir nehmen doch gleich den Buggy und fahren mit dem weiter. Auch wenn der vielleicht nicht so sicher ist wie ein Auto. Wow. Aber es ist zumindest wendiger. Vielleicht gerade in so Bergregionen besser.
wir hier richtig? Er sieht mir ganz wow, ganz danach aus. Wow. Ja, warum einfach? Sind wir richtig? Ne, bitte nicht, das sag nicht. Ja, sehr schön. Hey! Okay, ja, kommen wir einfach nicht weiter. Da uns euch war erwarnt. Weil irgendwo festhängen tun wir ja eigentlich nicht. Naja, schade, gehen wir halt zu Fuß weiter. Haben natürlich eine wunderbare Zeit ausgewählt, gerade so schön. Tiefe Nacht. Verlassenes Haus. Dr. Ernets Haus. Oh, hier haben wir noch. Ah, cool, und hier kann man... Oh, das möchte ich dann unbedingt machen, wenn wir von hier weg müssen. Cool, das möchte ich auch gerne mal in echt machen. Ich liebe irgendwie so Extremsportarten, sind schon etwas Cooles. Wenn sie halt sehr risikoreich sind, aber so Fallschirmspringen, Skydiving und so, das ist schon etwas, das mich reizt. So, aber nun gehen wir hier in die Höhle und in das Paradies jedes Junkies. Ah, rote Filter. Ja, klar. Oh. Gefällt Ihnen das? Oh. Ich persönlich mag ja die Roten. Die lila aussehenden, die heitern auf an grauen Tagen. Alles ist wunderbar. Ehrlich. Oh, nicht die gelben, die bloß nicht. Die können auch töten, die... Die Mischung stimmt noch nicht ganz. Übrigens, Dr. Earnhardt hier. Oder mal hier, mal da. Kommt drauf an. Ja, ich heiße Jason. Dennis sagte, Sie könnten mir helfen, dass Sie einen meiner Freunde hätten. Einen Ihrer Freunde? Ich... destilliere später noch eine Lage. Ach, schön. Was? Oh, Sie... Sie meinen das Mädchen. Daisy. Oh, Sie haben Daisy. Ich dachte, Sie benutzen eine Art Code. Wo ist sie? Na, sie ist in meinem Haus, Sir. Hier. Okay. Kommen wir hier rein? Ja. Cool, ist ohne Ladebildschirm in das Nähe in das Haus. Das macht schon Spaß. Das ist schön. Aber hier konnte ich doch... Ach, das ist ein Waffenshop. Okay. Was haben wir hier? Nichts freigeschalten. Wir haben ja auch bei den MPs die Scorpion. Aber, ja. Ich vertraue immer noch auf russische Wertarbeit. Da ist sie. Sie verbrennt ja. Ja, natürlich. Als ich sie fand, war sie am Arm verletzt, was an sich noch kein Grund zur Sorge gewesen wäre. Allerdings lief sie durch ein Feld mit Antiaris toxicaria. Upasbäume. Hochgiftiges Latex. Ich habe ihr ein Gegengift verabreicht. Jede Stunde. Ich fürchte, dass sie noch eine weitere Dosis benötigt. Ich habe sie doch gerade untersucht. Sie ist leer. Wo kann ich Nachschub besorgen? Besorgen Sie uns ein paar Höhlenpilze und alles wird wieder in Ordnung kommen. Suchen Sie an den Klippen im Westen. Vielen Dank, Doktor. Entschuldigen Sie die Hektik. Das ist doch nichts. Das Mädchen muss leben. Für sie und für mich. Okay, schnell wieder raus. Kommen wir hier? Nee. Müssen wir zu den Pilzen in der Tiefe. Können wir schon fliegen? Oder wäre das ein unnötiger... Nee. Wunderbar. Wo müssen wir denn hin? Irgendwie stimmt. Ach, dahin. Ach, wisst ihr was? Ich versuch's einfach mal.
probieren geht über studieren. Achtung. Da. Wunderbar. Ah, so, okay, jetzt weiß ich, wie man fliegt. Cool. Juhu. Nun müssen wir irgendwie hier landen. Das habe ich mir natürlich nicht vorhin. Ja. Das war's wohl mit unserem Gleiter. Super. Er hat nicht erwähnt, dass die Höhle unter Wasser liegt. Naja, irgendeinen Weg finden wir da schon. Und runter. Ja. So, schneller. Mir geht bald die Luft aus. Habe ich das Gefühl. Ja. Ah, und jetzt kommen wir in den... Ja, jetzt weiß ich, was passiert. Ich habe doch schon den ein oder anderen Trailer gesehen. Der kranke Doktor weiß hoffentlich, was er tut. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's sehr lustig. Oh, das Sprung. Nee, nicht ernsthaft, oder? Na dann. Leb wohl. Und reif. Der Liane. Wunderbar. Nun, hoch. Und jetzt. Wir müssen hier rüber. Da, Liane. Wunderbar. Das finde ich cool. Muss ich sagen, finde ich echt cool. Oh oh. Oh oh. Was ist das denn? Das ist die Kraft der Pilze. Das ist mal neu. Ach, ist das nicht schön. Ich persönlich mag ja die Roten. Ich auch. Du bist da. Wow. Vielleicht nicht ganz. Wow. Juhu. Der Dschungel spricht nur durch den Krieger. Der Pfad führt ins Herz des Dschungels. Oh, schön. Das Studio hat angerufen, ich hab die Rolle. Mit dem Rest von unserem Urlaub. Ich dachte, wir könnten wie Erwachsene drüber reden. Oh. Wow. Lisa, wir sind in Bangkok zusammen und ich kann nicht fassen, wie schön du bist. Oh. Muss ich euch Scheißer trennen, so wie eure Freunde? Hilfe. Ich hab dir versprochen, auf euch zwei aufzupassen. Riley ist dein kleiner Bruder. Er sieht zu dir auf. Hey Jay, du kommst doch zu meiner Zeremonie nächsten Monat, oder? Tut mir leid, hab zu tun. Oh. Das ist echt crazy. Wow. Dr. Earnhardt? Hey, bleib! Warte auf mich! Kann ich trennen? Nein! Boah, ernsthaft, das ist dein Albtraum. Als kleines Kind hatte ich das immer. Hallo? Irgendwie so. Oh, flop. Wovor hast du denn Angst? Hey. Du bist ein echtes Naturtalent. Hey. Grant? Hallo? Ah, jetzt ist... Pizza. Pilz. Wow. Boom. Oh, und schade, alles ist vorbei.
Da ist einer. Ja, nach jedes Mal, wenn man high ist, fällt man nach. Wow! Kommt man nach wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Los, nimm schon. Ja. Yeah. Schade, dass er keine größere Dose mitgenommen hat. Dann hätte er das ganze Busch mitnehmen können. Komm nun erstmal schnell raus hier. Ah, nee. Noch kurz warten. Oh, eine Kanone. Wow, wie lange war ich da unten? Ja, ist cool. Ich weiß, wir könnten hier, glaube ich, irgendwo runterspringen. Das hat ja Bram und Chris haben das ja so gemacht. Als sie an der Vorstellung war bei Ubisoft. Aber wir machen das jetzt mal nicht. Sondern wir gehen jetzt einfach hier hoch. Den ganz regulären vorgesehenen Weg. Wenn wir dann bei Dr. Earnhardt sind, werde ich mal eine kurze Pause einlegen. Nehme jetzt doch, glaube ich, schon eine Stunde oder so auf. Oder eine halbe. Diese Pflanze nehme ich natürlich auch mit. Und hier geht es wieder hoch. Komm schon. Hallo. Sei still, Handy. So. Hey, wo ist meine Waffe? Ah, haben wir Molotov-Cocktail. Und Granaten. Nicht schlecht. Hallo? Oh Jason, was für eine Überraschung. Ich habe was Feines für uns gebraut, während sie weg waren. Oh ja, und das Mädchen ist jetzt... Sie ist jetzt wach. Sie hat aber starkes Fieber. Wo sind denn meine kleinen Freunde? Oh ja. Alter. Die habe ich schon genommen. Ja. Ich habe die Pilze. Wunderbar. Geben Sie her. Ich brauche bloß noch ein paar Minuten, um die Medizin zuzubereiten. Ich glaube, der. Los, sehen Sie nach ihr. Ist echt doch krass, wie man sich so etwas überlegen kann. Da müssen die Entwickler aber auch kräftig zugelangt haben, ja. Ja, das war's aber für diese Folge. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir uns dann wieder das Haus begeben und vielleicht noch die eine oder andere Droge zu uns nehmen. Bis dann!